Fertig, um eine Karriere in Engineering erfolgreich zu starten, braucht es grundlegend zwei Dinge. Das eine, glaube ich, ist eine sehr solide, gute, solide Grundausbildung, dass man gute Grundbausteine hat, auf denen man weiter aufbauen kann. Und zum Zweiten, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass man vor allem am Anfang bereit ist, sehr schnell sich neue Dinge anzueignen, auf diesen Grundbausteinen weiter aufzubauen und dann auch sein Wissen stets zu erweitern. Neben den fachlichen Fähigkeiten des Ingenieurs sind unter anderem auch überfachliche Fähigkeiten oder auch Kompetenzen gefragt. Dazu könnten wir beispielsweise die Kommunikationsfähigkeiten nennen oder auch der Umgang mit Komplexität, dann aber auch das unternehmerische Handeln und Denken, das bei Ingenieuren heutzutage auch sehr gefragt wird. Ich habe an der ETH Zürich Bauingenieur studiert und 1998 abgeschlossen. Ich habe mittlerweile gut 10 Jahre Berufserfahrung. Angefangen habe ich als Bauingenieur und hatte das Glück, zusammen mit einem älteren Chef zusammenzuarbeiten und viel lernen. Mittlerweile ist er pensioniert und ich konnte nachrutschen als Ressortleiter Wasserbau. Ich denke, entscheidend für meine Einstellung war, dass ich schon internationale Erfahrungen mitbringen konnte. Einerseits durch akademische Austausche, andererseits durch Praktika mit Unternehmen im Ausland. Ich denke, heutzutage für internationale Unternehmen ist das sehr wichtig. Ich habe insofern das Glück, also dass sich meine Karriereinteressen auch mit meinen sonstigen Interessen relativ stark überschneiden. Das heißt, ich beschäftige mich auch außerhalb des Studiums relativ stark mit meinem Fachgebiet und versuche auch im Sommer ein Praktika einzubauen und entsprechend dort schon etwas Arbeitserfahrung zu sammeln, sodass ich dann besser später auch vorbereitet bin auf die wirkliche Arbeitswelt. Der Weg zum Traumjob geht über 4 Phasen. Die erste Phase, ich finde das fast die wichtigste, ist die Analysephase. Was will ich überhaupt? In was für einer Kultur möchte ich arbeiten? Was für eine Stellung soll der Job in meiner gesamten Work-Life-Balance einnehmen? Was kann ich gut, was kann ich weniger gut? Das sind ganz wichtige Fragen, bevor man dann einen Schritt weitergeht. In welche Industrie möchte ich? Welche Art von Firmen? Großfirma, Kleinfirma? Das ist die sogenannte Exploration. Die Fokussierung ist dann sehr konkret, welche Firma, aber auch welchen Job in dieser Firma möchte ich haben. Und dann das vierte, da geht es um die Bewerbung, Kontaktaufnahme, Interview, Bewerbungsschreiben und so weiter. Es hat sich so ergeben, dass ich neben der täglichen Projektarbeit jetzt auch ein kleines Team führen kann. Ich bin zu dieser Position bei AWE gekommen über unterschiedliche Stellen. Ich habe als Trainee begonnen und ging dann ins Ausland fürs Unternehmen. Und ich denke, entscheidend war sicher immer meine Offenheit, meine gute Leistung und sicher auch das Netzwerk innerhalb des Unternehmens. Ich bin gespannt auf die nächsten 5 Jahre. Hoffentlich werden sie so interessant wie die letzten 5 Jahre. Es stehen viele interessante Projekte an und mit einem motivierten Team im Rücken kann man alles machen. Ich stelle mir die Zukunft sehr spannend vor. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, die mich demnächst erwartet. Ich werde in eine Führungsposition einsteigen und da freue ich mich sehr darauf. Wenn ich einen Ratschlag den Berufseinsteigern geben kann, dann ist es sicher, dass sie ihre Offenheit behalten. Die Offenheit, die sie während der Akademie erlernt haben, Offenheit für neue Denkanstöße, für Herangehensweisen, das wird nämlich bei den Unternehmen gesucht und das ist der Mehrwert, den man als Berufseinsteiger bringen kann. Ich habe den Studierenden 3 Tipps. Der erste Tipp ist Praktika. Sie sollen Praktika machen. Das gibt ihnen wichtige erste Einblicke in die Industrie, aber auch konkret in Firmen. Der zweite Tipp ist, sie sollen sich frühzeitig mit dem Berufseinstieg befassen. Das heißt, die diversen Möglichkeiten an der Universität oder auch an der ETH an Karriere-Events nutzen, um Netzwerk aufzubauen, aber auch sich entsprechend zu informieren. Und der dritte Tipp ist, bei der Selektion des Arbeitgebers sollen sie sich nicht nur durch rationale Aspekte leiten lassen, sondern sehr stark auch von den Gefühlen. Denn sie werden dort am erfolgreichsten sein, wo sie sich am wohlsten fühlen. Zeigen Sie Motivation, Begeisterung und Freude, wählen Sie eine Richtung, die Ihnen zusagt. Sie wissen, Sie können viel auch später noch lernen im Beruf.